Herzlich willkommen zurück zu Don't Starve mit Agamia, Dextex und Airesu. Ich bin Airesu. Vergesst den guten Nox nicht. Der ist Gaststar, der wird am Ende angesagt. Ich bin Dextex. Ich bin immer noch Agamia, ja? Und wir haben einen Gaststar. Nox ist in der letzten Folge zu uns gestoßen, um uns heldenhaft zur Seite zu stehen. Ja, bist guten Tag, Thomas. Lieber Agamia, bist du sicher, dass du Agamia bist, oder spricht da die Verrücktheit aus dir? Nein, gerade bin ich nicht verrückt. Gerade geht's. Gerade steigt mein Verstand. Ich kann Hasenloch ausgraben. Ha! Cool, ich habe einen Hasen gefunden. Nicht ausgraben, die brauchen wir noch. Okay. Weil wenn du die Löcher zumachst, bringen unsere Fallen nichts mehr. Die Hunde kommen. Ja. Dann lege ich mal meine Kampfrüstung an. Und der Hase ist inzwischen ein hungriger Hase. Warum wird er im Inventar hungrig? Das ist doch unrealistisch. Nee, der vergeht, der wird schlecht. Oh, kann ich den eigentlich freilassen? Ich lass den mal frei, mal sehen, was dann passiert. Ja, ich würde sagen, wir laufen einfach zu den Büffeln. Der tut mir total leid. Okay, jetzt rennt er weg. Komm, hier nach oben. Los, renn weg, Kleiner. Renn! Du bist frei! Airesu, dich verwechselt gleich, dich verfolgen gleich Hunde. Ach was? Warum sollten mich Hunde verfolgen? Da ist einer! Okay, wo finde ich jetzt Essen? Ich habe meinen Hasen freigelassen. Ja, der Hase war dein Essen. Das ist ungut. Renn mal. Oh, da wäre ein Wurmloch. Gesundheit. Aber diesmal gehe ich mal nicht rein. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Entschuldigung. Ich finde keine Los, Büffel meine mehr. Büffel, macht sie tot. Ich bin mit einem weichen Flaum bedeckt. Mein Bart wird immer länger. Irgendwann stolper ich drüber. Ich könnte auch Bäume ausgraben, soll ich das machen? Nee, brauchen wir jetzt nicht so gerne. Nee. Nur Sträucher, also die Bärensträucher und diese Stöcker, wo man Stöcker herkriegt. Ich werde von Hounds verfolgt, oh Gott, ich werde von Hounds verfolgt. Lauf zu den Büffeln. Hilfe. Lauf zu den Büffeln. Ich bin unterwegs. Okay, die haben mich nicht mehr verfolgt. Gut, alles gut. Ich hab sie in die Flucht gejagt. Sehr gut. Sehr edel von dir. Haben wir irgendwie noch Hasen? Nee, einen seitdem man den freigelassen hat, war ich nicht mehr gucken, weil ich bin gerade am Holz sammeln. Aber ich kann ja mal gucken gehen. Also Airesu, nicht nochmal bitte Hasen freilassen. Das ist kostbare Nahrung. Das denken die Höllenhunde von dir auch. Da bist du dagegen. Aua. Jetzt wird's Nacht. Oh Gott, ich komme. Hilfe. Naja, es dämmert ja erstmal nur. Ja, aber dann kommen die Hasen nicht mehr raus. Ah. Na komm, du dummer Hund. Sparta! Mensch, nun lauf in dein... Hey, ich hab Monsterfleisch! Hallo, yay. Oder in dein Lochhase? Mach mal. Go. Er ist durch die Falle durchgelaufen. Der ist raffiniert. So ein böses Mischstück. Ja. Ich fühle mich nicht so gut, dabei habe ich das Monsterfleisch extra vorher noch gekocht. Ja, Monsterfleisch ist grundsätzlich nicht gut. Das ist doch logisch. Pilze darf man nicht essen, Monsterfleisch darf man nicht essen, was denn noch nicht? Hasen darfst du essen. Aber der hat mir leid getan. Ich esse sie zum Beispiel am liebsten roh, ich schmeiß sie immer gleich auf den Grill. Dann sind sie nicht roh. Agamia ist immer so lieb und tötet sie vorher. Er bereitet sie Leben zu.
ein bisschen grausam. Oh ja, ja, mach geht schneller. Es geht schneller und es schmeckt besser. Oh, na, da ist ein Schatten. Du meinst. Wo war noch gleich unser Lagerfeuer? Oh Gott, das Lagerfeuer ist aus. Holz oder Stroh rauflegen. Oder Kacke. Oder Kacke. Ich hab nichts zu essen gefunden, alle Fallen waren leer. Ich hab ein kleines Problem. Cool. Nee, das ist nicht cool. Oh, ich kann sogar die Samenhieb kochen. Yay! Weil ich hab ganz, ganz großen Hunger. Ich hab einen Hasen. Jetzt bin ich gerade ganz, ganz weit weg, um Futter zu suchen. Das wird gleich nach. Ja, ja, ich weiß, ich baue mir dann ein Lagerfeuer, ich schaffe es nicht mehr rechtzeitig zurück. Wer braucht noch was zu essen? Ich hab noch, danke. Ich bin trotzdem noch bei unter 50. Er sagt mir immer noch, dass er Hunger hat, dauernd. Ja. Ja, dann ist das. Danke sehr. Pommes mit McChicken. Nussbad, Neuschen. Da ist schon wieder ein Schatten. Wozu gehört der? Ich will sehen. Ich habe jetzt einfach Monsterfleisch gefressen. Das hat sollte man gerettet. Nicht tun, das ist böse. Ja, es zieht dir ein bisschen Leben ab, aber es gibt trotzdem Hunger. Also es macht meinen Hunger weg. Mir fehlen Blumen. Ach, von Kende. Oh. Cool. Aber warum Achtung? Mach das Feuer aus. Oh. Wie gemein. Böse Ende. So, ich geh da mal Blümchen pflücken. Ich geh weiter rum gucken, was macht man da nützlich. Hier sind keine Blumen. Gras finde ich dauernd. Ich besorg ein bisschen Gold. Hab noch eine Spinnen-Dingsbums, falls jemand stirbt. Ich habe ein Wurmloch gefunden, falls jemand reisen will. Ja, mach ich glaube ich nächsten Tag. Arezo, wie weit bist du mit unserer Stock- und Bärenfarm? Ich hab schon drei Pflänzlein dort. Ach Moment, die Stöckerdinger soll ich auch einsammeln. Sag das doch. Hatte ich. War undeutlich. Das Problem ist nur, du hörst mir nie zu. Ist auch meistens uninteressant. Yay, ich hab Code gefunden. Cool. Ist ruhig. Zu ruhig. Oh, hallo. Hi ho. Eigentlich dürftest du gar nicht hier sein. Ich bin immer strikt nach Süden gegangen. Obwohl, eigentlich. Nein, ich wollte strikt nach Süden gehen. Hat nicht geklappt. Schaffst du nicht mal direkt nach Süden zu gehen, ja? Das ist der Ursprung aller Probleme von mir. Und für was hast du denn
Deine und dein Orientierungssinn verkauft. Wie verkauft? Gar nicht verkauft. Na, Nox zum Beispiel hat seinen verkauft. Jo. Aha. Gab dafür Englischkenntnis. Ich hab Hunger, 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 Hunger. Hier lag eine Falle rum, ich hab's immer wieder richtig hingestellt. Ja, hast den Hasen wenigstens mitgenommen? Da war kein Hase drin. Und du bist sicher, dass du ihn nicht freigelassen hast? Halbwegs. Oh, hier auch sind... Oh, eine Truhe! Ich hab eine Truhe gefunden! Nicht! Aber, warum nicht? Nicht aufmachen! Okay. Darf ich wenigstens das Skelett untersuchen? Da passieren grundsätzlich böse Sachen. Aber es ist eine Truhe. Ich bin ein Gamer. Mach sie auf. Okay. Trau dich. Ha! Feuerstäbe. Also Feuerstab, 100%. So. Was sagt er nun? Hast du ihn genommen? Ja. Und ist da alles explodiert? Nein, alles ist gut. Na, hast du Glück gehabt. Wie es aussieht, kann ich damit Feuer machen. Oh nein, ja. Unsere Base abfackeln. Pack den bitte wieder weg. Aber damit kann ich für Licht sorgen. Ganz viel Licht. Ja. Dieses Licht wollen wir aber gar nicht haben. Aber dann trauen sich die Monster nicht ran. Ja, bringt aber nichts, wenn unsere Base dafür abgefackelt ist. Also sei ein braver Junge und pack sie wieder weg. Da oben steht was von This Requires More Science. Was benötigt denn hier bitte mehr Wissenschaft? Dein Geschenk. Welches Geschenk? Warum krieg ich ein Geschenk? Da wo das draufsteht. Das heißt, ich krieg ein Geschenk, wenn ich genug Wissenschaft mache? Ja. Cool. Also du musst zur Science-Maschine. Ich finde unser Lager nicht mehr. Einfach zu dem Lagerfeuer laufen. Achso, das hier ist gar keine Grenze. Okay, ich dachte, das wäre ein Weg steil nach unten. Okay. Ich mach mal ein bisschen Feuer. Noch brauchst du nicht. So. Oh, was ist denn drin? Was ist denn drin? Ein Geschenk. Pullover! Yay! Ich hab ne Pullover. Da freut sich der Kleine. Klaue ich dir mal. Ah! Hände haben nach mir gegriffen. Warum tut die das? Du hast dein Pullover angezogen. Kann ich dem sagen, dass er alle gleichzeitig kochen soll? Hat wer noch was zu essen? Guck mal, hier sind Bären. Ich bin gerade dabei, das alles zu verbrauchen. Ich bin nämlich bei 18. Nom, nom, nom. Alter, du frisst ja wie ein Schwein. Lieber Herr Alresu. Mach ich gar nicht. Klar. Hey. Dun, dun, dun. Brauchst du noch was, Mike? Wäre nicht verkehrt, ja. Warum sind die Vögel alle gerade in Panik weggegangen? Weil wir gleich einen toten Alresu haben werden. Wir haben Vollmond. Ist das Danke. Gut oder schlecht? Hast du noch so ein Dings? Ich hab einen Feuerstab. Ich hab keine Angst. Pack den bitte wieder weg. Also du kannst jetzt hier einfach frei rumlaufen ohne Fackel. Du musst aufpassen, manche Monster sind jetzt gefährlicher, wie zum Beispiel Schweine, die vorher neutral waren, dich jetzt wahrscheinlich angreifen werden. Keiner will den sehen, Alresu, pack den wieder ein. Oh, ich habe einen weiteren Strauch gefunden, sehr gut. So. Pflanzt du die denn auch ein? Ja, also wenn ich mal ab und zu einen finde. Du kannst die ruhig alle schön dicht beieinander pflanzen, ne? Okay, mache ich demnächst.
Ich finde keine Steine mehr, das ist doof. Was so? Ich glaube, einer von den Evergreens ist gerade vor meinen Augen verwelkt. Ist das gut oder schlecht? Passiert. Okay. Passiert. Okay. Dann ist ja gut. Ich muss auch dringend was essen. Also müssen wir mal auf Essensjagd gehen, aber ich bin schon so weit gelaufen und man findet nichts mehr. Was ist mit den Büffeln? Die kriegst du nicht tot. Ja, ich vielleicht nicht, aber ihr? Auch wir nicht. Kann man von den links von den Büffeln irgendwie eine Base bauen und dann von da aus weitergehen, weil hier ist wirklich alles abgegrast, weil die ganze Umgebung. Oh, da ist schon wieder ein böser Hund. Oh, ich habe Büsche gefunden und zwar gleich 4! 5! Moment. Wenn ich das Leben zurückschaffe, dann haben wir Büsche. Und wenn nicht, dann nicht. Ich kann ja meine Bücher benutzen, wenn wir genug haben. Da-da-da. Ich habe auch noch ganz viel Dung. Moment mal, sagtest du gerade, du möchtest die Bücher verwenden in Bezug auf Feuer? Nein. Gut. In Bezug auf Fische. Spinnen, Spinnen, Spinnen! Ach, zum Glück tun die mir nichts. Apropos, ich sehe hier dauernd wieder Leute rumlaufen, die nicht da sind. Pflücken ein paar Blumen. Hier gibt's keine Blumen. Nur Bienen. Da, da, da. Geht's denn da links bei den Büffeln noch weiter? Weiß ich nicht, da bin ich nicht durch. Okay, der Tag ist fast vorbei, die Dämmerung bricht an. Ich glaube, es wird Zeit, den Weg nach Hause zu suchen. Ich fahr Hunger gleich. Moment, ich komme zurück und ich habe Bären. Muhaha. Bären. Ja. Und ich habe hier auch einen grünen Pilz, den grab ich auch mal schnell aus. Ne, links von uns ist leider auch Ende. So. Hat jemand Karotten? Leider nein. Nein, die Spinnen wollten nicht, dass ich die mitnehme. Ja, wir brauchen unbedingt Nahrung. Es wird schon wieder Nachtdämmerung. Da hauen die Hasen immer ab. Das ist kacke. Kann man die nicht mal mehr in die Fallen scheuchen. Das geht? Ja, wenn, du, wenn man Glück hat. Ja. Gut, du kannst ihn auch eine Karotte hinlegen, dann gehen langsam zur Karotte und knabbern die an, dann musst du schnell sein. Und dann kannst du die auch noch verlegen, also per Hand. Du einfach nur eine Axt haben und dann zwei, dreimal raufschlagen. Puh, ich bin halbwegs satt. Yay. Nicht ganz und gar nicht, aber ich habe zwei Hasen. Was ich habe auch zwei Fleisch, fünf. Achso, da. Ein bisschen Essen habe ich, weiß ich dann gleich, man braucht mich nach Hause finden. Du, du, du. Ich
bitte mal. So, wir haben jetzt ein bisschen mehr Büsche. Okay. Also, bei den Büffeln geht's leider nicht weiter. So, was kann man denn so herstellen? Warum bauen wir uns sowas nicht? Eine Basic Farm? Ja, wir waren ja damit beschäftigt, dich zu retzen. Jetzt bin ich wieder schuld. Ja? Okay, ich hole uns schnell Holz und dann... Aber bau gleich die bessere Farm. Die kleine bringt nicht so viel. Da dauert's ewig. Stopp, oh, stopp! Wie viel Holz brauche ich für die bessere? Moment, kann ich dir gleich sagen? Oh, wenn ich die mittlere Maustaste gehalten... ja, also dann geht das ja viel besser. Brauchst du gar kein Holz? Oh, jetzt habe ich extra Holz geholt. Improved Farm braucht Steine. Na klasse, Steine habe ich aber nicht. Warte, ich habe Steine. Und dann einen Steine. Ja, aber dann fehlt auch noch Kot und Heu. Heu habe ich nur 8, Kot habe ich 4. Kot haben wir hier 12. Hoppala. Und hier ist der Gras. Danke sehr. So, eine Farm. Eine Improved Farm. Wo baue ich die genau hin? Baue die hier hin. Moment, bist du der, der gerade vor mir rumrennt? Ja. Gute Nacht, Leute. Yay, Nacht, es ist... Toll, Nacht zu haben. Und wo mache ich die Saplings hin? Also die für die Sträucher? Auch hier oben mit hin? Die kannst du dann gleich hier links machen. Bisschen weiter weg, weil die brauchen wir ja nur abernten. Okay. Brauchen wir ja nicht in der Nähe. Wie bitte? 57 Hunger habe ich, gerade. 13. 59. Nimm du lieber, Bianca. Ja, man noch mal. Ich hätte hier geguckt, Green Cap, falls den jemand will. Ich trau mich nicht. Gib her. Da. Nacht 12. Böse Hände. Verstanden. Yay. Ja, ich würde sagen, ja, wir pflanzen mal noch kurz die Sträucher, die er hat, und dann, Die Sträucher? Achso, die Sträucher meinst du? Ja, ja, diese... Die Böse Hand, hau ab! Ja, die Farm steht schon. Und wir müssen uns dann unbedingt wesentlich mehr Hasenfallen bauen. Wir haben ja hier ganz viele Hasenlöcher in der Nähe. Wir müssen uns auch langsam dann rüsten für den Winter. Der Winter naht. The winter is coming. Gut, so, dann komm mit, sind dabei gehend. Wir pflanzen noch kurz die Dinger. Ja. Einen Samen reintun, ne? Das ja, es ist ja Nacht geworden. Wir hatten keine Zeit mehr dafür. Hoppala, fast. Moment. Und ich habe alle meine Samen gefressen. Okay, wo müssen wir bitte die Samen reinmachen? Hier. Hab schon. Ist schon. Hab schon reingelegt. Ich dünge eben. Verdammt. Ich glaube, die Büsche müssen hier auch noch verdüngt werden, die neuen Stück. Ja, müssen wir unbedingt nächstes Mal Kacke sammeln. Auch gut. Gut, na dann, Dustin, sprich noch einmal deinen Zauber. Dann würde ich sagen, dann machen wir Schluss für heute. Was für ein Zauber? Was ist los? Siehst du gleich, ich bin ein Magier. Magierin, wenn ich bitten darf. Hat noch jemand einmal scheißen? Leider nein. Guck mal, da wirst du gleich zugeschissen.
Abracadabra, simsalabim. Wow. Cool, mach das öfter. Dann wird er irre. Kostet mich auch egal. Ein bisschen Zeit. Was zum Teufel? Das klaut uns unsere Bären. Warte, Eriso, warte, ich komme von der anderen Richtung. Bleib einfach stehen. Und nicht jetzt. Warum? Der Same ist nicht mehr in der Dingens gewesen. Moment, ich habe einen Feuerstab. Melone, die hab ich. Ach so, boah, wächst es schnell. Weil er seinen Zauber gesprochen hat. Ach ja, stimmt. Ja. Da war ja was. Gut, dann würde ich sagen, warte, ne? Warte! Es ist an der Zeit. Warte, ich kann das. Man hört sich dann in der nächsten Folge. Ja, ich hab oh. hineingeschläfert. Hey, warte! Ja. Leute, wollt ihr euch noch verabschieden? Ich dachte, er war tot. Moment! Haut da rein, macht's gut. Wir hauen gerade was anderes, warte! Okay, alles klar. Und jetzt? Bis zum nächsten Mal. Sehr gut. Okay. Dann hoffe ich, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios. Arrivo.